Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer heutigen Telefonandacht am Montag, den 20. November. Ich bin Pfarrer Hartmut Dinkel aus Gomaringen. Das Bibelwort, über das ich mit Ihnen heute nachdenken möchte, kommt aus Johannes 14, Vers 3. Es ist der Lehrtext aus den Herrnhuter Losungen. Christus spricht dort: Ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Ich wiederhole noch einmal: Christus spricht, ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Ein Abschiedswort an seine Jünger, das Jesus hier von sich gibt. Er wird sie bald verlassen, zu seinem himmlischen Vater zurückkehren, nach Kreuz und Auferstehung. Aber dann wird er eben wiederkommen, die große Verheißung dieses Bibelwortes. Ich will wiederkommen, sagt Jesus. Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Der spätere Bundespräsident Gustav Heinemann prägte diesen Satz bei seiner Rede beim Evangelischen Kirchentag 1950 in Essen. Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Das Ende der Nazi-Diktatur lag zu diesem Zeitpunkt erst 5 Jahre zurück. Es ist seit jeher die Botschaft des zu Ende gehenden Kirchenjahrs, liebe Hörerinnen und Hörer, und dann eben auch des Advents, dass unser Herr kommt. Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt, sagt Gustav Heinemann. Als Christen halten wir daran fest, dass Christus wiederkommt am Ende der Zeit. Er kommt als der, der die Weltgeschichte richtet und dann eine neue Wirklichkeit, einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Und wenn er kommt, um zu richten und alles neu zu machen, dann hört er auch die unterdrückten Schreie der Opfer, die heute noch von den Herren dieser Welt zum Schweigen gebracht werden. Er bringt dann diese Opfer zu ihrem Recht und verschafft ihnen eine Sprache. Wir leben in einer Zeit, in der Krieg auch in Europa und auch im Nahen Osten wieder und immer wieder zum Mittel der Politik wird. Und als Staatsoberhäupter treten weltweit zunehmend Machthaber auf, die mit Ressentiments arbeiten und den Nationalismus kultivieren. Andersdenkende Landsleute werden im besten Fall eingeschüchtert, ansonsten aber weggesperrt oder gar getötet. Aber unser Bibelwort macht Hoffnung. Nichts in dieser Welt ist beständig. Auch die Zeit der Diktatoren, auch die Zeit der Terroristen ist endlich. Eure Herren gehen, unser Herr kommt. Die über 70 Jahre alten Worte des ehemaligen Bundespräsidenten haben ihre Gültigkeit nicht verloren. Am Ende dann dort sein, wo Christus ist, das stellt unser Bibelwort in Aussicht. Für immer in seiner Nähe sein, was für ein Grund zur Vorfreude, auch wenn dieser Gedanke meine Vorstellungskraft übersteigt. Unser Herr kommt, darin verbirgt sich aber auch ein unerschöpfliches Potenzial an Hoffnung für unsere Welt, hier und heute und jetzt. Denn bis es soweit ist, bis unser Herr kommt, gibt es in dieser Welt noch etwas zu tun. Wer von dieser heutigen Welt nicht alles erwarten muss, weil er weiß, dass es noch eine zukünftige gibt. Wer also von dieser heutigen Welt nicht alles erwarten muss, der kann ihr alles geben. Wem die Zukunft bei Christus gewiss ist, dem kann das heute nicht gleichgültig sein. Jetzt kann ich Kraft für andere einsetzen, weil ich sie nicht mehr für mich selbst sinnlos verzehren muss. Und deshalb, liebe Hörerinnen und Hörer, steht uns als christliche Gemeinde, die auf das Kommen ihres Herrn wartet, es gut an, ein fröhliches Zeugnis für Christus abzulegen in dieser Zeit heute, aber eben auch Mitleid und Solidarität und Fürsorge für andere aufzubringen und Zivilcourage in Verbindung mit einem langen Atem. Das steht uns gut zu Gesicht, wenn wir glauben und hoffen, dass die Herren dieser Welt gehen, unser Herr aber kommt. In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich, Ihr Pfarrer Hartmut Dinkel.